Hallo und herzlich willkommen hier zu... Stopp! Würdest du vielleicht Enno mitnehmen? Nö. Geht ja gut los. So, also, es ist Wildlands, das Spiel, und ja, es passieren Dinge, die komisch sind. In diesem Spiel. Dinge, die komisch sind, so ja, ist das also. Ja. Wir halten hier an der Tankstelle übrigens. Ah, ich muss nämlich... Oh, da steht ein Heli auf dem Dach. Mein Benzin ist eh leer, hast du recht. Ich hoffe, die sind hier nett. Oh, nee, sind sie nicht. Da jetzt raus? Ich tank mal für 50 sind Liter, sie nicht? Ne? Robin. Ja. Jetzt sind sie nett. Ich hoffe, das war der Einzige. Ja, jetzt sind sie zumindest ruhig. Ich glaube, die wollten die Rechnung nicht bezahlen. Schon frech. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Haben wir Informationen gefunden? Ich hab noch keine entdeckt. Ich guck mal hier bei den Autos vielleicht hinten. Nee. Dass sie hier hinten liegen. Warte, auf dem Dach ist doch ein Heli, vielleicht liegt dort irgendwas. Stimmt, das kann gut sein. Oder hier bei den Wagenhebern, aber ich nehme eher an beim Heli oben. Nee, hier oben ist nichts. Was? Merkwürdig. Hm. Aber das ist interessant, das sieht ein bisschen aus wie diese Las Vegas Autofriedhöfe. Ne, Flugzeugfriedhöfe. Ich habe noch nichts gefunden. Was soll denn hier sein? Informationslager. Da haben wir wieder irgendwo ein kleines Smartphone rumliegen. Kann gut sein, die übersehe ich immer. Ja, oh, hier ist was. In dem Bus drin. Im Radio. Ach, ich hab's. Ich hab's auch. Ich glaube, das im Bus war das für dich. Einfach nur, ja. Seine Kingslayer-Dateien. Ich töte ohne Gnade oder Reue. Ich hüte die Geheimnisse des Kartells. Mann, war es unser Chronist, der sammelt das Ganze. Aber Navo sammelt ihn auch gerade ein. Das ist irgendwie eine komische Aufnahme. Okay. Dann will ich den Rekord auch mal hören. Das ist nicht... Hä? Als wird er in einem Stadion stehen. Hm. Oder? Weiß nicht. Ich finde das total komisch, wie der spricht. Ach, lass ihn doch, seinem Sprachfehler. Machen wir weiter mit dem Auto? Jo. Okay. Alle Mann einsteigen. Pinkelpause ist vorbei. Oh nein. Verdammt. Ich habe Diesel getankt und wir haben Benziner. Ach, andersrum wäre es schlimmer. Naja, ich glaube, hier sind die Autos ein bisschen stabiler, die sind doch gepimpt. Die können alles schlucken. Ist eigentlich wirklich so, wenn du Diesel in den Benziner einführst, ist es nicht ganz so schlimm, denn Benziner ist ja immer noch ein Treibstoff, der zu den Verbrenner, ja. Diesel ist doch einer, der verdichtet wird. Verdichtet wird und dann zündet. Das ist. Es tut dem Motor aber trotzdem nicht gut. Ja, aber wenn du mal ein paar Kilometer fährst und dann bei der Tankstelle oder bei einer Werkstatt zu halten, ist... Am schlimmsten ist es bei Zucker. Schlecht. Bei Zucker reichen ja auch ein paar Würfel, dann ist das Auto hin. Achtung, wir halten an. Oh. Stopp. Das ist ein ganz großes Lager. Ja, das ist das Ausbildungslager von Santa Blanca. Oh Gott. Ich geh mal auf meinen Berg. Ja, wir gehen einmal nach rechts auf den Berg und verschaffen uns von da aus... Das okay, dann haben wir nämlich... Ausbildungslager von Santa Blanca. Ja. Ja, wir müssen die Ausbildungswarte umnieten, damit die niemand mehr ausbilden können. Oh, Vorsicht! Oh, ja. Erledigt. Oha. Guck mal Munition. Hinter dir, ob in 120 ein Scharfschütze ist, Reaper. Störsender. Bild und Ton sind unscharf. Die Drohne wird gestört. Laut Wärmebild sehe ich nichts, aber ich kann auch den Turm nicht genau einsehen. Mhm. Ich kann leider auch nichts sehen,
Aber ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass da einer drin sitzt. Ach Gott, guckt mal da runter, das fällt ja vorne. Kennt ihr das wieder? Was? Oh. Grundausbildung erst. Hör mir auf. Auf sowas... die Knie in den Matsch, ihr Drecksäcke. Also ich hatte meine Arztbox sowas nicht. Okay, da ist einer. Jetzt gerade könntet ihr ihn treffen, den Scharfschützen auf dem Turm. Ist weg. Sehr gut. Wir werden irgendwie gesehen. Werden wir gesehen, ja. Von wo? Ich werde nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich melde, da unten ist ein Panzer aber am Haupteingang. Ah ja, stimmt. Ja. Sogar noch gut. Jetzt bin ich doch der Sprengmeister. Das Ding verschießt mobilen Sprengstoff sozusagen. Ja, du weißt schon, dass ich das eigentlich fahre, ne? Ich bin der Panzerfahrer von uns. Ja, du bist der Fahrer, ich bin der Schütze. Echt, du bist der Schütze? Ja, gut, dann hab ich das. Keiner von euch ist aber der Fahrer. Wenn es dir entgegenkommt, einfach drüber rollen. Seht ihr mit dem Fernglas irgendwie den Generator? Alarm hier drüben. Gerade noch nicht. Das ist ein Fünfter. Ich glaube, sehen wir da einen der Ausbilder bei dem Trainingsgelände? Der sieht so aus. Der da? Nee, nicht der. Oh, ich wird gesehen. Der rechts daneben unter dem Klettergerüst. Auf der Straße kommt einer. Ja, lass den kommen. Sobald er auf die Treppe geht, ist er tot. Also nicht die Eins? Nein. Negativ, direkt vor uns. Ich meine den Ausbilder. So. Jetzt die zwei. Genau. Ja, kann sein. Das sind beides. Eins und zwei sind Veteraner. Das sind die Befehlshaber. Das heißt, die können das schon sein, die wir ausschalten müssen. Ich habe eine Vermutung, wo der Generator steht. Ja, habt den Generator. Das ist der Generator. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn auch. Hinter dem Gebäude, links vor den Zelten. Ja. Auf ungefähr von mir aus 345, weil vielleicht 300. Alter, lauf mir nicht noch mal durchs Zielvisier. Sind bei euch jetzt auch plötzlich Leute auf dem Trainingsgelände? Maschinenpistole. Das Drohnensignal ist scheiße. Also die da trainieren? Ja. Das ist einer mit Maschinenpistole. Wie sind die denn da so schnell? Einmal kurz. Zwischen der 1 und der 2, da ist so eine kleine Brücke, da sitzt ein Typ drauf. Ja. Ja. Das ist unser erstes Ziel. Der. Ich glaube, mit meiner Durchschlagskraft macht der Kerl einen Salto nach hinten, wenn er umfällt. Wir haben insgesamt drei Ziele. Ja, der wird von zu vielen gesehen. Der nächste müsste in dem Gebäude dahinter irgendwo sein oder auf dem Gebäude. Dieses doppelstöckige mit den Funkmasten drauf. Möglich, ja. Bitte? Der dritte ist auf der anderen Straßenseite, ganz links. In dem Backsteinhaus, vielleicht beim Panzer. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Also links, halt auf der anderen Straßenseite, ist ja nochmal so ein kleines Stück vom Gebiet. Mhm. Und da befindet er sich auf der rechten Seite, da wo das Helipad ist, hinter dem Helipad in dem Gebäude. Das sind so unsere drei Ziele. Ist es schlimm, wenn ich die genaue Ortsangabe jetzt kein bisschen verstanden habe? Das letzte? Ich konnte das auch nicht ordnen. Das letzte, ihr seht ganz links, ne? Da ist ja noch so ein Teil vom Gebiet, was durch die Straße getrennt ach ist. Ach so. Ganz links. Ja. Das, ich dachte jetzt direkt das vor uns, ne? Also nee, das mit dem riesen Antennenmast, ja. Genau, und da seht ihr bei dem Antennenmast, da ist ein Heli. Ja. Und das Gebäude hinter dem Gebäude mit dem Heli. Ah ja. In dem Gebäude sitzt noch einer. Ah, okay. Okay. Zumindest laut unseren Informationen. Das heißt, wir müssen zwei Lager ausschalten eigentlich. Ja. Na wunderbar. Oder wir müssen halt irgendwie versuchen, die aus. Also einfach quasi rauszupicken, die drei Ziele. Ich weiß aber nicht, vielleicht wäre es ja schlauer, wenn wir quasi erst das kleine Lager, in Anführungszeichen, da ganz links nehmen. Ich weiß nicht, rechts ist. Da ausschalten. Rechts ist der Generator drin. Das würde uns schon viel weiterhelfen. Ja. Ist die Frage, sind beide mit Basen. Ja, also ich könnte, wenn ich mich ein bisschen von euch absetze, den Generator ausschalten, meine Durchschlagskraft reicht dafür und dann halt vorne den Ausbilder zerlegen.
Dann seid ihr weg vom Schuss und die Jungs sind hinter mir her. Und bis die mich gefunden haben, ist die Hälfte von denen tot. Bei einem Sonderblanker Ausbildungslager, ob das sicher ist? Wo willst du denn hin, Reaper? Nach rechts. Ich ändere mal eben meine Position. Moment. Dann geh aber auf die andere Straßenseite nach rechts, dann kannst du zwischen den Felsen verschwinden, wenn nötig. So, ich kann hier. Die stören die Drohne. Hier ist gut. So, hier habe ich den Generator. Ich ziehe keine Luft. Andersrum, keine Luftunterstützung anfordern. Hier ist ein Abwehrgeschütz. Geh nochmal bitte auf die andere Straßenseite. Du ziehst dir sonst hoch zu uns. Das ist unpraktisch. Ja, aber das Problem auf der anderen Straßenseite habe ich kein genaues Ziel mehr auf den Generator. Wollen wir nicht erstmal auch den Alarm ausschalten? Wenn der Generator weg ist, ist doch der Alarm aus. Ja. Auch wieder. Es muss nur dann gewährleistet sein. Ausschalten. Okay, den ersten auf der Brücke hast du gesagt. Den habe ich im Visier. Ja. Okay. Reaper, schaffst du es von da aus dann jetzt den Generator auszuschalten? Augenblick, muss Position einnehmen. Generator im Visier. Argo im Visier. Okay, dann Visier. Beide feuern, wenn ich runterziehe. Ja. Dann 3, 2, 1, los. Generator ist aus. Ja, liegt sehr auf der Brücke. Ja. Bis jetzt sieht noch keiner. Okay, das ist sehr gut. Ja, aber da liegt ziemlich offensichtlich dort. Da ja, die ich ändere meine schläft. Position, gehe wieder zurück zur Straße und falls irgendwas auf euch zukommt, werde ich es ausschalten. Allerdings ist niemand aufmerksam geworden bisher. Die haben gerade in seine Richtung geschaut, zu grob, aber nichts gesehen, okay. Meine Güte, wahrscheinlich denken sie, er macht ein Nickerchen. Zu viel gesoffen wieder mal. Das ist ein Ausbilder. Also ich weiß ja nicht, was du für einen Ausbilder hattest, aber wenn unser irgendwo rumgelegen hat, haben wir eigentlich noch nachgetreten, weil er ein Arschloch war. So wie die hier rumhantieren, glaube ich denen das auch auf dort. Runter in den Dreck! Ja genau, du Wichser! Okay. Komm her hier, friss Staub, du Arsch! Also in dem doppelstöckigen Gebäude in quasi nicht Erdgeschoss, sondern das da drüber, also erstes Stockwerk. Da befindet sich unser zweites Ziel. Okay, da sind die Rollers runter. Kann eigentlich nur... Da hat eine Glatze und ein Bandana auf dem Kopf. Ja, da müsste man rein. Falls, ja. Da kann man nicht. Ja. Der Haupteingang ist halt frei. Ja, gut, doch was. Leider, man kriegt direkten Kontakt. Ich weiß halt nicht, vielleicht geht er irgendwann auch mal auf den Balkon. Wäre natürlich eine Hoffnung wert. Bisher noch kein einziges Mal da gesehen. Sie haben die Leiche gesehen, oder? Ja. Möglichkeit besteht. Ja, das sind alles auf dem Trainingsgelände. Na dann. Wie na dann? Wilde Tanz. Enno, welche Reichweite hat deine Sprengdrohne? Ich glaube, meine Drohne ist maximale Sprengreichweite. Also bis zum Haus bin ich gerade gekommen. Schaffst du es quasi über den Balkon im ersten Stockwerk zur Treppe? Ich bin gerade beim Gebäude. Weg. Wenn du mir sagst, wo er ist, kann ich vielleicht. Nee, er ist weg. Hab indirektes Feuer. Ich probier mal was. Warte, ich guck nochmal, wo er ist. Scheiße, ich glaube, hier haben wir einen Mörser. Nein, alles gut. Ja. Oder ist das unsere? Das ist unsere, wenn er das Haus trifft. Oh, okay. Aber der hier Durchschlagskraft ist nicht ausreichend. Ist das Ziel noch hier auf dem Gelände? Ja, der müsste noch in demselben Gebäude sein. Er scheint nach unten gegangen zu sein. Okay. Zumindest habe ich ihn im ersten Stockwerk nicht gefunden. Ich würde da meine Drohne im Erdgeschoss zünden. Er sitzt auf der Treppe. Ich meine, das ist er. Okay. Er schießt auf meine Drohne, hat sie ausgeschaltet. Jetzt. Einer weniger. Okay. Wen? Ja, das war jetzt nur noch drüben im anderen Lager. Aber im anderen Lager sieht die Lage sehr ruhig aus. Dann geht ins andere Lager rüber, ich mache hier ein bisschen Stress. Okay. Okay, wir laufen links rum, großräumig um das Lager rum. Bis wir hinten an dem Antennenhaus sind. Okay. Ich komme mit euch mit. Hi.
Wenn wir nur die Ausbilder töten müssten, wäre es dann nicht auch für die Sprengdrohne nochmal ein Einsatz für den letzten? Ja, aber wir müssen halt erst dich dran. Oh, wir werden gesehen. Spaß ich hier gerade habe. Achtung, da ist ein Sniper im Turm. In dem kleinen Verschlag vor uns. Ja. Ich habe ihn. Ist er alleine? Ausgeschaltet. Ja. Guck mal, da vor mir im Verschlag noch ein Gegner. Ja. Aber ich glaube, der Heli sieht mich. Okay. Oder mich. Ja. Dabei habe ich schon meine Tarnung an. Ist leider ein Unidad-Heli, wenn die landen. Ja, ich werde beschossen. Echt ein Problem. Ich noch nicht. Oh Gott, ich lieg. Okay, ist down. Alarm ist ausgelöst worden. Ich stehe unter Beschuss, ich muss Wanwa aufsammeln. Verdammt. Weißt du was? Ja, er ist bei der Baustelle hier hinten. Aber ich stehe unter Beschuss aus der Baustelle und mir geht's auch nicht gut. Kannst du mir Deckung geben irgendwie? Welche Baustelle? Ganz links. Ich versuche ihn aufzusammeln. Oh Gott, danke. Okay, ich hab schon wieder gesehen, Badra Heli. Von was werden wir jetzt angegriffen? Ist das die Unidad oder ist das Santa Blanca? Ich hab eine Mischung. Und sie waren doch autark. Enno, du bist bei uns, ne? Ja, ich bin bei euch. Okay, der müsste hier in dem bemalten Haus, beziehungsweise, nee, das mit den Antennen auf dem Dach, da müsste er drin sein. Generator ist ausgeschaltet in dem linken Stützpunkt. Von meiner Position aus sehe ich aber links nicht sehr viele Gegner da drin. Ist er das hier vorne auf dem Balkon, der da schießt? Ja. Und dann wäre er erledigt. Okay. Ja, wir haben ihn. Okay. Okay, wir sind durch. Okay, dann. Das war der letzte Ausbilder. Wir sind hier fertig. Und das soll das Kartell wirklich bremsen? Aber absolut. Hallo? Wenn sich das hier rumspricht, wird es für Almodo nicht mehr neue Ausbilder. Ich wollte hier nicht rein. Ja, ich wollte schon fragen. Kommen wir so lange wieder, bis sie es kapieren. Von wem? Von was? Von wo? Von uns. Ich glaube, wenn wir uns in einer Mauer befinden, von dann ist es sicher. Irgendjemand hat mein Frühwarnsystem angeschlagen, aber ich sehe niemanden. Vorsicht in dem Verschlag, vor uns ist noch einer. Links von uns waren wir. Ja. Granate? Granate kommt. Der freut sich. Da ist keiner mehr. Ich bin gerade eine Granate durchs Fenster geworfen. Ja. Nein. Arsch. Hat die ja noch was aus? Guck nach links oben. Ah. Hier ist ein Auto für uns. Hier wäre auch noch ein Panzer für uns. Ziel eliminiert. Ja, okay, der Panzer ist auch gut. Kommen wir da passen da alle rein? Das weiß ich nicht. Bestimmt, oder? Also der ist halt im Lager, ne? Was Reaper hoffentlich ausgeschaltet hat. Von im Lager. Wenn Reaper das ausgeschaltet hat, dann... Also, oh Gott! Ein Geschütz! Den Panzer zu nehmen. Da hat Reaper aber nicht alles ausgeschalten. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das Ding leer gemacht habe. Schaffen wir es vorsichtig an den Panzer an? Ja. Da ist noch einer. Steht am Eingang. Ja, da steht recht nah am Eingang. Dann kommen wir her. Wobei das Ding. Gott, ich hab Angst. Ja. Ach, das ist ein Stromtransporter. Hinten kannst du. Oh, ich wollte nicht als Schütze. Wer fährt da? Wann war? Wer sonst? Der Fahrer. Nein, Panzer. Boah, der Fahrer. Lad mal kurz stehen, ich mach den Schützen. Das ist ein autonomes Geschütz. Na, ich glaube, da passen nur zwei Leute rein. Hinten? Oder hinten vielleicht? Hinten sind Sitze. Ja, hinten. Hinten sind gemütliche Ledersitze.
Bist du dran? Wo müssen wir hin? Ich bin drin, obwohl ich eigentlich der Fahrer für die Panzer bin. Ich bin der Fahrer. Ey. Fahrzeuge. Was soll das denn? Ich brauche auf jeden Fall ein Navi. Wir fahren nach. Diese Spannung. Warte. Ich bin irritiert. Quasi hinter uns? Aber es sieht irgendwie falsch aus auf der Karte. Nee, achso, weil ich andersrum im Auto sitze. Ja, okay, bin verwirrt vom GPS. Wir müssen nach links. Okay. Ja. Ich bin es gewohnt, in Fahrtrichtung das GPS zu halten. Und jetzt halte ich es in die andere Richtung, deswegen war ich kurz irritiert. Alter! Uns kommt übrigens gleich ein Essenstransport. Brauchen wir Essen? Ich weiß nicht. Ich meine, wir sind eigentlich gut gewappnet dafür, oder? Theoretisch ja, aber ich glaube, wir können den schlecht anhalten. Versuch mal kurz, ob ich die Drohne aus dem Panzer starten kann. Die Drohne ist unterwegs. Ja, kann ich tatsächlich. Ist gut. Ich meine, wir haben was wie ich das Ding, 20 Tonnen? Nee. Oh oh, Unidad. Hi Jungs. Die denken sich auch nichts dabei. Also, als Fortbewegungsmittel ist dieses Fahrzeug echt nicht gedacht. Das ist ja auch nicht gedacht. Es handelt sich um einen Panzer. Das ist ein Kurzstrecken-Artilleriegeschütz. Ja, direkt nicht unbedingt ein Panzer, dafür hat er auch noch ein kleines Geschütz. Das ist ein Ja, mehr so ein MTW. Er ist weg. Ich kann kein Feuer geben ja. Auf den hier, weil, wenn ich das mache... Aber auf den anderen Freund, ja. Ja, der steht, die sind alle erledigt. Ich setze eine Drohne ein. Für den hier vorne bräuchte ich mir das EMP. Ich habe ihn nicht mehr erwischt, glaube ich. Hä? Oh. Obwohl, habe ihn doch erwischt. Jetzt raucht er eh, jetzt kann man den eh nicht mehr vernünftig fahren, den Panzer. Oder wie auch immer man dieses Ding nennen will. Juhu, ich kann ja nicht mal einen Panzer fahren. Ja, mit Motorschaden. Ist der Fahrer tot? Ja, weil du ihn kaputt gemacht hast. Oh. Jetzt ist der Fahrer tot. Gebiet gesichert. Wir melden den Rebellen, wo mit dem Panzer geschützt und schon ist ein Heli down. Boah, das war treffend. Doch ganz nett. Weiterhin Panzer fahren oder neues Fahrzeug? Es kommt drauf an, wie lang die Strecke ist. Moment, wir haben da vorne doch ein nettes Rebellenfahrzeug. Oh, mit Geschütz. Na, oh, zumindest mit dem Geschütz. Das ist halt das Ziel. Hatten wir Kollateralschäden? Ich glaube nicht. Och, Mann. Wir haben da aber es sieht immer noch besser aus, oder? Na, vergleichbar. Ja, der Panzer fährt sich halt mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h gefühlt. Moment, du mit dem Ding nie umgehen kannst. Ja, ich glaube nicht, dass du das Pedal stärker durchtreten kannst als ich. Was für ein Pedal? Ja, das man haben Panzerpedalen. Ja, das weiß ich. Ja, genau. Also meinetwegen können wir das so machen, Reaper und Enno im Panzer und Vanwa und ich im Auto. Da brauche ich aber jemanden auf dem Geschütz. Los geht's. Dann nur wissen, wo es lang geht. Ja, wieder Richtung Tankstelle hinter uns. Was macht denn der hier? Scheißdreck. Hä? Hauptsache, ich schieße euch nicht aus Versehen in einem Vollgefecht ab. Ah. Ich hoffe, du kannst zählen. Ich hab da meine Vertrauen. Du bist derjenige in dem Panzer, den ich vertraue. So, da vorne irgendwann kommt rechts eine Abfahrt. Jetzt hier noch nicht, aber da hinter dem Checkpoint. Jetzt. Achso, da. Verfickte Scheiße! Die haben einen Abflug gemacht. Ja, gut. Das, Vor allem,
Er hat sagt, sie dieser Panzer ist super langsam und wir scheppern da einfach so durch. Wir können gerade nicht stehen bleiben, wir haben Unidat neben uns. Wir können auch nicht stehen. Okay. Machen wir das. Ich glaube, das ist... Alter, warum ist das so ein hartgesottenes Arschloch, was einfach nicht stehen bleibt? Er wollte ja doch. Ach, da mache ich... Warte mal, ich will einfach links. Wo müssen wir denn hier links? Ja, links und erstmal ein ganzes Stück geradeaus. Kannst... Ja, jetzt hier links. Erstmal geradeaus und dann die nächste Abfahrt auch nach links. So. Hier vorne bei der Kreuzung. Die einzigen rechts, Abfahrten, die es hier gibt, führen in den See. Auf der Map eine Basis erscheinen. In so einen. Hier vorne ist direkt unser Ziel. Das ist ein Rostsee. Ja, hier rechts in der Basis. Vorsicht. War das intuitiv richtig? Rostsee. Ja. Ich hab doch gesagt nach links. Ja, das, also ein, das sieht so aus, als hätte wäre der Eisenoxidanteil hier sehr groß drin. Wollen wir versuchen. Weil noch gelten wir als Freund, auch wenn wir brennen. Ja, noch. Also unser Ziel ist es, die Kisten mit den Mörsergranaten zu zerstören. Das Problem ist, dass die Schütze nicht so weit runter. Achso, Entschuldigung, rechts. Also du kannst hier anhalten. Feuerunterstützung ist ja nicht möglich mit dem Geschütz. Wir nähern uns dem Sturmfeuer frei. Bis wie eine Nachschubkiste aussieht, macht ihr es platt. Wir sind hier am Arsch, Wanderer. Nein. Was haben die denn jetzt? Einmal zurück. Ja. Hä? Eventuell kam da plötzlich ein Auto angefahren. Das haben die. Bereit zum Schießen? Ja. Ich sehe da. Viele Treffer halten wir nicht aus, ne? Mhm. Dann ist doch der Turm schon mal sauber. Und? Den kleinen, da kriege ich nicht hinter dem. Doch, den habe ich. Erledigt. Oh. Angerufen. Ja, habe ich. Versuch's. Mörser. Ist down. Legt sich kein hinter uns. Oh shit. Von hinten könnten ein paar kommen. Wo ist denn der Mörser? Kann jemand den Heli runterschießen? Ich brauche ein bisschen Unterstützung, wo was ist hier. Ja, ich brauche erstmal eine Information, wo da. Ich glaube, da muss ich. Außen welche und einen auf dem Turm. Kann sein, dass der Mörser schon ausgeschalten ist. Oh. Setz mal weiter zurück. Shit. Da steht noch einer. Bei der 4 ist Wann war gerade down gegangen. Okay. Bei der 4. Bei der 4. Da jetzt noch mal einer. Ach, im Schuppen. Hör mir auf. Ja, wir halten noch ein paar Treffer aus. Kann jemand endlich den Heli töten? Wir sind gerade schon auf dem Weg dahin. Okay. Danke. Bitte. Hier muss er doch irgendwo down gegangen sein, oder? Das ja, wenn ihr... Gib mir Deckung, dann gehe ich dahin. Oben auf dem Turm ist einer. Nicht mehr. Okay. Ah, ja, Kiste zerstört. Irgendwas hat mich instant runtergemacht. Ich glaube, das war der Sniper auf dem Turm. Ich glaube, im Turm sitzt gleich wieder einer am Geschütz, ja. Dein Moment. Ja, der ist erledigt. Ich sehe eine montierte Waffe. Dann haben wir noch meine Mechaniker-Ausrüstung mitnehmen sollen, dann hätte ich die Dinger reparieren können. Naja, ob du den Schaden reparieren kannst, ich glaube, der Motor hat ziemlich was abgekriegt. Das dürfst du nicht reparieren können. Hinterm Zaun stehen noch zwei. Wahrscheinlich etwas gepanzerte. Moment. Drei ist auch gepanzert. Ich kann nicht durch den Zaun schießen. Das ist kein 0815 Maschentrottzaun. Oh, hier sind Unterlagen. Noch ein Stück zurück. Sieht aus, als wollte das Kartell Nachschub zu einer ihrer abgelegenen Basen fliegen. Das Transportflugzeug Achtung, ist betankt und startklar. Achtung, wann war da? Ist die 3? Ja. Und oben im Turm ist noch ausgeschaltet. Da ist aber noch einer. Oben im Turm ist jetzt einer am Geschütz. Ja, 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 ja. Und bei der 3 ist noch einer, der gleich da kommt. Ist weg. Und oben im Turm wieder. Kommst du von hier dran? Also ich hab ihn im Turm. Hinter uns wieder. Präzision vor Unmut. Ziel am Boden. Vorsicht, wann war links? Aber lange halten wir nicht mal durch, der Motor. Nee, wir brennen schon ganz böse. Temperatur ist schon bei 130 Grad. Oh Mann. Der Wagen macht nicht mehr lange. Nee, die Kolben sich festfressen. Steigen wir. Steigen wir lieber gleich mal aus. Hier sitzt anscheinend keiner. Dann parken wir hier und machen wir den Rest zu Fuß. Wobei, ich hatte
gerade an dem einen Ausgang einen gepanzerten Humvee samt Geschütz gesehen. Nummer 1 ist Uni dort. Muss aber nur eine Person anscheinend. Nee, warte, da kommt jetzt. Die 2 ist ein Sturmsoldat von Uni dort. Schwer bewaffnet. Hier war doch noch einer. Nicht mehr. Wir haben hier so schöne Lichtpaneele da drüben. Generator hatte ich schon ausgeschaltet übrigens. Nee, hier ist nix. Naja, bei dem, was wir jetzt gerade mit dem Panzer hier drin gewütet haben, dass hier überhaupt da noch ein, steht. Einer ist da auf der Straße, habe ich halt 2 markiert. Zweit ab. Ja. Völlig ab vom Schuss. Na, Junge. Da war mal. Erledigt. Eine Person befindet sich anscheinend noch mitten im Lager. Im Nordwestteil. Nordwest. Wo genau? Kann ich nicht sagen, ich wurde nur kurz beobachtet. Auf jeden Fall da, wo ihr den Panzer geparkt habt. Links und rechts davon sind jeweils Mörserlager. Da dann vielleicht mal gucken. Wir haben noch ein drittes Lager irgendwo, aber das ist nicht so nah beim Panzer. Hier sind das. Das C4 scharf. Das ist falsches Material. Das hier ist nur eine. Oh ne, doch nicht. Das ist nur eine Unterkunft. Das letzte dürfte ein Tunnel oben drin sein. Aber erstmal. Ich wurde schon mal reingepfeffert mit dem Panzer. Ich bin hier oben am Tunnel, ich geh da mal rein. Okay. Wir haben ja vorhin schon alles aufgeräumt hier drin, also von daher. Okay, die Explosion hat nicht alles zerstört, hier ist nicht noch Ei. Ei. Ja, ich vermute, dass hier ist was. Ich werfe die Granate rein, raus hier. Da ist auch noch eine Medaille am Schreibtisch. Ganz hinten. Wo? Oh. Was ist das? Ein Tunnel. Eine Medaille. Medaille. Jo. Ich hoffe, die ist noch da. Ja, hier kennst liegt noch was. Kennst du doch, die guten, die guten Titan-Medaillen. Den alles. Bin auf dem Weg zu euch. Okay. Wie gesagt, links und rechts vom Panzer müssten noch 2 Lager sein. Eine dieser beiden Richtungen haben wir schon erledigt, glaube ich. Mal. Okay. Vielleicht das hier. Negativ. Links und rechts vom Panzer? Ja, so grob. Vielleicht auch ein Haus weiter. Hm. Weil das hier ist eine Unterkunft, wo der Panzer neben steht. Ich glaube, wir sollten einfach alles niederbrennen, was hier drin ist. Hier sollte einfach kein Stein übrig bleiben. Granate fliegt. Nehmt das. Hier ist glaube ich auch nichts drin. Ich lasse hier meine Granate zu Hause. Warte mal, ich habe doch noch C4. Zur Not nehmen wir das. Ich hab einen großen Radius. Schauen wir mal. Ja, und nur noch eine Granate. Hier sind noch irgendwelche Lager. Zweck hier. Ja, keine Sorge, ich achte drauf, ob es über dem Sprengrad steht. Granate fliegt. Alter, überall habe ich hier rote Kreise, hallo! Soll denn hier noch was sein? Hat theoretisch hier, wo ich jetzt hinlaufe. Aufladung der Munition gesehen? Wobei, das könnte natürlich auch hinter der Mauer. Ja, in irgendwo Armory war was drin. Richtung Tunnel oben ist wieder eine Armory. Okay. Ja, genau. Und die Richtung ist auch das, was wir suchen. Granate! Vorsicht! Weg! Ja, bin schon weg. Das war's nicht. Oh, guck mal, hier liegt auch Sprengstoff drin. Granate fliegt, nehmt das! Warum eigentlich? Eine Kiste weniger. Ah! Das ergibt Sinn, dass in der Armory auf Munitionskisten sind. Das ist die letzte Kiste. Ziel erfüllt. Glaubst du, das hilft? Ich sehe das so, je weniger die Arschlöcher auf mich schießen können, desto besser. Finde ich auch. Okay. Bin ich ganz der imaginären Stimmenmeinung. Wie wollen wir hier? Ja, wo die immer herkommen, diese komischen Stimmen, die wir im Kopf haben. Ich weiß auch nicht. Unsere Funker, hallo? Vielleicht. Wie wollen wir hier jetzt verschwinden? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in einer Simulation leben. Ja, da habe ich hier nämlich einen hinterm Zaun gesehen. War hier nicht irgendwo noch ein Heli? Oh, hier ist ein hier gelber Humvee. Humvee. Mit Geschütz. Kommt drauf an, wie weit das nächste Ziel weg ist. Erstmal fahren wir auf jeden Fall mit dem Heli, mit dem Humvee zum Heli. Mach das. Naja, fahren wir mal. Hast du jetzt unseren Sniper erwischt? Leider nicht. Oh.
Bahn war falsch. Das ist, ja, aber ich bin der Pilot. Nicht so wie ich wollte. Ich weiß, du bist mal auf dem Ledersitz, aber ne. Zumindest ist es nicht auf der Seite. Da draußen ist die Luft aber frischer. So, ich würde sagen Nord-Nordwest. Das würde ich nicht sagen. Sondern? Sondern Speicherkartenwechsel. Wir fliegen noch bis zur Straße. Hier vor uns auf der Straße können wir kurz zwischenlanden. So, ja. Das war's mit dieser Folge von Ghost Recon Wildlands. Und damit sterben wir zwar nicht weniger dumm, aber was soll's. Dran glauben müssen wir alle. So viel dazu. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Granate.